Willkommen zurück zu Legend of Zelda, The Minish Cap! Beim letzten Mal haben wir den dritten Dungeon abgeschlossen und jetzt können wir uns endlich mit diesen friedlichen Vögeln, dieser friedlichen Musik, unsere dritte Essenz holen, oder? Wir sind das Volk des Windes, seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg. Was zum... Was ist gerade passiert? Der Vogel hat mir gerade eine Flöte liegen lassen. Oder besser gesagt eine Ocarina des Windes. Flugs von A nach B. Hm, was ist das denn? Hm, hier ist doch gar kein Element. Es sieht so aus, als hätte hier früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Ey, was zum... Wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens einen Hinweis. Mit Hilfe der Ocarina des Windes werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir nun das nächste Element. Ich kann mich noch daran erinnern, in Skyward Sword hatte man so eine coole Harfe. Hier haben wir eine Flöte, eine Kokarina. Ist sowas wie eine Flöte, sowas ähnliches, würde ich mal behaupten wollen. Wo sind die denn? Irgendwo drauf gedrückt und auf einmal kommt ein Vogel. Ah, und alle Orte, wo wir die Tafeln gefunden haben und zerstört haben, da können wir uns jetzt hin teleportieren. Das ist cool. Das ist ja mal richtig cool. Hä? Yeah, Fun Fact, den Sound hat man auch bei Super Mario Bros. 3, wenn man da die Flöte benutzt. Ah, diese rätselhaften Male überall, das sind Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt uns zu den Windmalen, die wir kennen. Hast du es verstanden, Mike? Ja. Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Richtig, ich bin übrigens hier lang geflogen, weil wir hier noch ein Item haben zum Einsammeln. Deshalb holen wir das direkt mal, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich glaube, wenn wir zu dem Typen hingehen, ich glaube, das bringt auch nicht so viel. Ich kann ja sowieso jetzt die Abkürzung hier nehmen mit dem Loch. Komm, verschwindet. Oh, ich mache jetzt einen One-Shot. Aber nur die Typen hier im Berg. Die blauen Versionen muss ich Two-Shot machen. Verdammt. Ach stimmt, ich kann jetzt die Steine kaputt schlagen. Bam, bam, bam. Cool. So, mal gucken, ob sich das lohnt, die Kiste hier zu öffnen. Wahrscheinlich ist das wirklich einfach nur wieder so ein Fragment. So ein kleiner Stein, den ich tauschen kann mit irgendwelchen Leuten, die ich noch finden muss. Lass einfach mal sehen. Ja, war klar. Okay, bring mich weg. So, wo können wir denn noch hin? Ich überlege gerade, wo wäre es noch nützlich hinzufliegen? Wo wäre das hier? Weil das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Hä? Wo sind wir? Aha. Interessant. Ist da gerade der Vogel übrigens ins Wasser geflogen? Das sah gerade irgendwie so aus. Aha, nee, ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Hier war ja die... irgendein Typ. Genau. Nur können wir da jetzt was machen? Was wir jetzt machen können, ist aber mit Tingle. Oder mit David Jr. zumindest. Traden. Habe ich vorhin gesehen. Wir haben das passende Teil schon. Letztes Mal, als wir hier waren, hatten wir es nicht. Jetzt haben wir es. Und damit ist der dritte von den vier Bäumen oben irgendwo bei... der Stadt, irgendwo vor dem Schloss, offen. Ja, und weil das ja so schnell geht, jetzt mit dem Traveling, das ist wirklich, das muss ich jetzt total ausnutzen, jetzt wo ich es endlich habe. Wir haben es noch nicht alles, aber wir haben das meiste vom Traveling. Ja, ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier hoch und das direkt uns anschauen. So schnell kann es gehen. Ja gut, theoretisch können wir jetzt auch noch die Schuhe ausrüsten, aber... ja, das Menü ist halt so drei Screens lang und das dauert mir zu lang und reicht auch mal, ne? Zack! 200 Muscheln! Boah! Also da bin ich am Anfang, am Ende des Displays dann sehr beschäftigt. Kann man so sagen. Okay.
Ja, da drüben ist der nächste Dungeon. Aber jetzt haben wir tatsächlich keine Essenz mehr bekommen. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wo es weitergeht. Hatten wir das ja eigentlich schon? Naja, wir können ja mal eben nachchecken gehen. Yeah! Oh, die Ocarina ist cool. Das Rumreisen ist sehr cool. Aber wenn man einmal aus Versehen das Falsche gedrückt hat, dann... Oh, man kann immer ausweichen. Interessant. Kann ich auch entgegenkommen? Ja. Okay. So, einfach durchscrollen. Immer ein bisschen da. So ein bisschen... Es ist eigentlich genauso wie ein Pokémon. Einfach ein Pokémon mit Fliegen rausnehmen. Und zack, du fliegst schon umher. Wo bin ich jetzt eigentlich? Oh, hier drüben. Hier will ich eigentlich gar nicht sein. Ich will da oben sein. Warte mal. Ich glaube, wenn ich den langen Weg gehe, ist der insgesamt sogar kürzer. Also sprich, ich gehe hier nach unten raus und gehe dann oben wieder rein. Ich glaube, das ist sogar kürzer. Oder nicht? Ich weiß, ich mache jetzt hier große Faxen, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich will nur gucken, ob wir da schon waren oder nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch nicht drinne waren. Oder? Soll das das hier sein? Nee, hier waren wir schon drin. Hier waren wir schon drin. Ja, seht ihr? Oh! Er will aber traden. Oh, da war es doch nicht mal so schlecht, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin. Nice! Doch nicht so schlecht! Was ist das denn? Ein goldener Octorok für ganz viel Geld wieder. Aha, da unten links auf der Map ist jetzt der Typ gespawnt. Okay, ich gehe da mal hin, wenn ich das Geld unbedingt brauche. Aber warte mal, jetzt wo wir das Geld haben, können wir doch zurückgehen zur Hyrule-Stadt und uns dort wieder neue Bücher kaufen. Auch wenn es natürlich übelst die Geldverschwendung ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, man wird alle kaufen müssen im Spiel, damit irgendwas passiert. Herzteil oder sonst was. Außerdem ist die Dame doch sehr nett. Guten Tag, möchten Sie Band 2 bestellen für 200? Ja, gerne. So, raus und rein. Dring. Und da ist es. Magnus Schwertfibel, Band 2. Magnus, achso ja, das Item des Jahres. Du als Abenteurer kennst sicher schon Wesen, die an Wänden entlang krabbeln. Sie feuern elektrische Blitze ab, die dich unter Strom setzen. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Hast du schon ein paar deiner Items ausprobiert? Abenteurer, bleib aufrecht, der Bumerang ist die Lösung. Okay. Was tun, Meister Magnus? Wenn dein Gegner dein Schild klaut, dann verzage nicht. Erkämpfe mit dem Schwert deinen Schild zurück. Das war auch noch nicht passiert. Die 8 Wunder von Hyrule. 2. Der Spiegelschild. Mit ihm lassen sich gegnerische Strahlenattacken zurückschleudern. Boah, was? Welch wundersamer Schild. So zumindest wird es erzählt. Gehab dich wohl, werter Leser. Das war's. Du hast nichts gelernt, außer halt, dass es ein zweites Schild gibt. Woran erkennt man einen wahren Schwertkämpfer? An der Haarpracht. Ja, Link hat auf jeden Fall eine Haarpracht, würde ich mal behaupten. So, das nächste kannst du auch schon bestellen, wenn du möchtest. Auch wieder 200. Okay. Ja, aber sonst nichts Besseres anzufangen mit meinem Geld, ne? Oh Mann, ich hoffe, es gibt nur 4. Obwohl, warte mal, hier ist auch noch ein Tisch. Oh nein. So, Band 3. Kopflose Knochengerüste. Du als wagemutiger Abenteurer wirst wackelnden Skeletten begegnen. Bei diesen bedarf es einer ausgefeilten Taktik, denn sie sind ständig in Bewegung und werfen mit Knochen. Doch damit ist es ab heute vorbei. Der Kopf ist ihr Schwachpunkt. Man verwendet zunächst den Wirbelstab und dann den magischen Krug. So löst sich der Kopf des Skeletts ab. Es ist blind. Okay, muss ich mir merken für irgendein Skelett. Was tun, Meister Magnus? Diese Bob-Oms. Warte, die Gegner heißen wirklich Bob-Oms? Also es sind wirklich einfach straight up von Mario? Spielt das Spiel in der gleichen Welt von Mario? Wer weiß. Greifst du sie an, rennen sie wild umher und explodieren dann. Doch du kannst sie mit einem einzigen Pfeil besiegen. Oh, aha. Oder mit einem magischen Krug ansaugen und abfeuern. Volle Kanone. Ah, das ist wirklich mal hilfreich hier. Die 8 Wunder von Hyrule. 3. Der Lichtbogen. Die Pfeile durchbohren sogar Büsche und fast alle Gegner. Das ultimative Item. Seine Existenz ist allerdings nicht gesichert. Okay. Gehabt dich wohl, Wetterleser. Wie viele Geschwister hast du? Ich bin der älteste von 10 Brüdern. Okay. Und das nächste kostet auch wieder 200, ne? Boah, heiß. Mein Gott, ich hoffe wirklich sehr, dass es sich am Ende lohnt, sich die alle zu kaufen, weil ich habe jetzt schon wieder so viel Geld verschwendet, Mann. Das ist nicht gut. So, kann ich bei dir jetzt rein? Immer noch nicht. Immer noch nicht da rein. Kann ich überhaupt irgendwas machen?
Wo war ich denn noch nicht? Wo ich eventuell jetzt was erreichen kann. Warte mal. Bleib noch mal hier. Weil... Vielleicht kann ich ja jetzt... Oh! Wartet mal! Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das hier kann ich doch bestimmt jetzt... Tatsache. Ja, ich hab's nämlich daran erkannt, dass die Textur sehr ähnlich ist. Oh man, jetzt können wir einiges backtracken. Und hier ist eine Kiste. Boah Leute, jetzt können wir so viel backtracken, ihr wisst es gar nicht. Ihr habt keine Ahnung, Mann. Warte mal. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch eine Kiste. Wir haben sehr viele Fragmente jetzt gesammelt. Also wirklich so viel wie noch nie. Ey, verschwinde, Mann! Ist irgendwas versteckt? Ne, einfach nur der Gegner. Toll. Irgendwas muss es dir noch geben. Bitte, irgendwas. Komm schon. Hier ist noch was. Kiste, noch ein Fragment. Hier. Irgendwas? Nee? Nein? Nee, okay. Leiter? Wo bin ich denn jetzt? Oh, danke, 100 Rubine. Ich habe schon fast wieder genug Geld für das nächste Buch. Oh Gott, das sollte ich lieber nicht machen, oder? Das glaube ich, keine gute Idee. Aha. Was zum Teufel, wer ist das denn hier? Am Ende, wenn ich alle Orte hier besichtigt habe, kann ich da oben eine weitere Bonuskiste bekommen. Okay. Na gut. Bitte sag mir nicht, dass alles... Oh, alles respawnt. Ach komm, ist doch nervig. Ganz weg wieder zurückgraben. Man muss immer einmal abbrechen, bevor man in die Richtung wechseln kann. Sonst knallt man nur wieder gegen die Wand. Aber okay, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt, was wir diese und wahrscheinlich auch noch nächste Folge tun werden. Erstmal die ganzen Orte wieder finden und... Also absuchen und untersuchen. Ja, haha. Ich bin falsch lang. Ich hätte hier einfach lang gehen können. Zack, und durch bin ich. Jupp, erstmal wieder alles entladen. Wunderbar. Kann ich hier drin eigentlich noch was Neues machen jetzt? Guten Tag. Möchtest du dich ausruhen? Ja, ich nehme mal für 50 Rubine, nehme ich mal das Zimmer. Das eine Viertel Herz, das muss ich jetzt dringend nochmal aufheilen. Das günstigste Zimmer, 50 Rubine, du zahlst im Voraus. Danke, schlaf gut. Oh, schön mit Eselo kuscheln. Ja. Es wird Zeit für Abenteuer. Hey, wach auf, Kumpel. Hey. Komm, so schlecht war der Schlaf jetzt auch nicht hier. Okay, nun Glücksfragment. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet, aber na gut. Oh, du willst traden. Fragment war ein. Gerne doch. Ja, sage ich auch gerne zu. Okay, ich hab was. Marco, hier, bitteschön, Marco. Ich habe was für dich. Das ist im Wald, oder? Eine winzige Kiste. Nicht im Wald, sondern bei der Farm. Okay. Ich möchte noch mal gerne schlafen. Ah, kann ich aber nicht. 200 und 400. Boah. Hoffentlich kriegen wir dafür coolere Fragmente oder sonst generell was Cooleres. Ah nee, ich komme noch nicht weiter. Tauschen wir auch nicht. Die ganzen Kinder sind von ihm weg, ne? Und ihr wollt auch noch nichts? Ah doch, wir wollen tauschen. Fragmente, gerne. Pharaoh. Ding. Diesen komischen, zackigen, roten Dinger habe ich voll viele. Aber von den blauen habe ich auch sehr viele. Ah, direkt hier vorne. Das ist aber nett. Ein neuer NPC. Es ist... Roter Luigi. Genial. Jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Okay. Müssen wir gleich mal mit ihm reden. Yay, du auch noch? Nein, du auch noch? Nein, nur sie wollte tauschen. Die mag ich bisher am meisten. Die grüne. Hab dann zwar bisher nur mit den einen Satz gesprochen, aber die hat zumindest mit mir tauschen wollen und das macht sie schon sympathischer. So, wo war das? Das war... Hier ist es. Hey, Kumpel. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet.
Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Okay. Jemand, der ein Haus sucht. Was zum... Ich kann in den Boden reingraben. Finde ich dann random manchmal irgendwelche Items? Wer braucht schon eine Schaufel, wenn man einfach graben kann? Was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn noch erreichen? Ich wüsste noch was. Ich überlege nur gerade, wo das war. Ich glaube, das war hier. Und zwar gab es hier oben irgendwo noch einen Minish, mit dem ich traden konnte, wo ich letztes Mal nicht genug hatte zum Traden. Ich glaube, das war der hier oben. Ja, das war hier oben. Welcher war das? Nein? Nein? Wer von euch war das? Oder muss ich mit euch einfach nur reden? Warte. Hallo? Tauschen? Nein? Tauschen? Nein? Wer war denn das? Okay, hab ihn nicht mehr gefunden. Vielleicht ist er auch erstmal weg und kommt später wieder. Oder ich hab's irgendwie doch nochmal nachgeholt. Ich weiß es nicht mehr. Aber hier ist ein kleines Kind. Seit wann ist er denn hier? Shimaru, nein, ich eröffne. Shimaru sitzt schon hinter der Theke. Oh, das ist sehr gute News. By the way, möchtest du tauschen? Gerne. Hier, yeah, bitteschön, Till. Der Till, der Till, der kriegt jetzt ihr Glück und ich krieg was in... im Wald. Warte mal, im Dschungel. Ah, jetzt können wir da hin. Okay, das müssen wir gleich nachholen. Okay, wer hat offen? Du hast offen? Guten Tag, der Herr. Hallo, willkommen im Shimarus Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja, natürlich. Nun gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir im Traum gegen Monster anzutreten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Vielleicht irgendwie weiß im Traum. Doch sei gewarnt, du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Wirst du besiegt, dann wenn du stirbst im Traum, dann stirbst du im Real Life. Wagst du einen Kampf für 10 Rubine? Klar doch! Das klingt doch sehr sicher. Gut. Überhaupt nicht sketchy oder so. Du willst also wissen, dann werde ich nun beginnen. Sieh mir die Augen. Tick, tack, du wirst müde. 1, 2, 3, Traum werde wahr. Wo bin ich? Verdammt, Alter, was geht hier ab? Nein, Schild. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Die blöden kleinen Viecher. Ah, Gott, mein ganzes Geld. Ey, ich habe jetzt schon 100 Münzen verloren, ne? Ich habe literally schon 100 Münzen verloren jetzt. Ich bin einfach mitten in der Gegnerbande gespawnt. Das ist überhaupt nicht fair. Das ist echt kacke. Und es droppt mir auch nicht mal ansatzweise mein Geld zurück. Ja, okay, die beiden jetzt ein bisschen, aber auch nicht wirklich viel. Oh Mann, hallo? Der Kampf hat sich bisher nicht gelohnt, weil ich 100 Rubine insgesamt verloren habe, glaube ich. Also nicht ganz, aber fast 100 Rubine. Irgendwo lebt noch einer. Zeigen sich nur nicht. Ach komm, jetzt. Wo ist er? Hallo? Hä? Kommt der nochmal oder bin ich durch? Ich hasse das. Da ist er. Oh Mann, dumme Gegner. Was ist der Preis? Oh, okay, ein Herzteil. Naja, not bad, schätze ich. Wir waren am Schlafen. Hey, komm bitte, Albtraum ist vorbei. Oh, seine roten Augen. Er hat so gelitten drunter. Hat nicht gut geschlafen, Junge. Und, hattest du einen schönen Traum? Dann bäre mich bald wieder. Hey, ich krieg noch mehr? Ah, willkommen. Nein, danke. Magst du einen Kampf? Krieg ich noch was? Versuch's doch. Oh Mann. Er sagt es mir nicht einmal. Okay, direkt aufladen. Okay, der Kampf ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Viel schwieriger als vorher. Also hier erwarte ich jetzt schon einen hohen Preis, ja. Okay, Glücksfragmente müssen wir mal bekommen. Das ist schon mal mehr oder weniger ein Preis, könnte man sagen. Aber. So, einfach killen schnell. Zack. Bam. Ich brauche meinen Bogen, um die Viecher hier zu killen. Na komm. Zack.
Zack. Euch beide noch. Easy. Zack. Zack. Weg mit dem. Na komm. Die Viecher nerven. Piu. Und piu. Und piu. Und durch. Warum war das jetzt einfacher als der andere Kampf? Ja, beim anderen Kampf war ich nicht vorbereitet. Da war ich einfach mittendrin und hatte keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt bald mein Geld wieder zurückgemacht. Aber noch nicht ganz. Und irgendwie lasse ich das lieber mal, weil ich glaube, mehr Preise kann ich hier nicht mehr gewinnen. Ich glaube, das war nur fürs Herzteil. Obwohl der Kampf jetzt schwieriger war. Keine Ahnung, wenn es ja noch mehr gibt, dann komme ich hier wieder. Aber im Moment glaube ich nicht, dass es noch mehr gibt. Der andere hat immer noch nicht offen. Aus irgendeinem Grund. Nur der eine hatte offen. Was ist mit euch los? Oh, das macht bestimmt Spaß. Ich will auch mal. Ich will auch spielen. Und wir tauschen? Oh ja, gerne. Andrea, bitteschön. Wo ist das denn? Schön und gut, ich kann aber trotzdem immer noch nicht dahin. Ich muss erstmal schwimmen können dafür. Seepferdchen machen und sowas. Das ist ein neuer Laden. Jetzt geht's los, ich bin schon ganz kribbelig, Mann. Oh, ein Kunde, wir kennen uns schon von der Muschelabteilung, aber hey, wie wär's mit der Glücksspielsalon? Weil mein Glücksspiel kann man manchmal gewinnen und so, ne? Ich kann nicht empfehlen, aber kannst du trotzdem mal ausprobieren. Ein Spiel kostet Rubine. Okay. Das wäre besser, du lässt es. Ne, ich probier's. Boah, du bist so ein kleiner Junge, wie Glücksspiel, nur weil das hier noch nicht illegal ist. Boah, okay, na gut, wenn du zahlst, dann muss ich dich durchlassen. Okay, ich mach da mal alles Vorbereitung und so. Ja, ja, kannst du den Hintereingang. Was zum Teufel? Öffne eine deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte deines Einsatzes. Okay. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Rechts! Yeah, 20 Rubine. Ich würde es nicht tun. Aber möchtest du deinen Gewinn nochmal einsetzen? Überlegst du gut. Doppelt oder nichts? Double or nothing. Alles oder nichts, alles oder nichts. Alles oder nichts! Okay, nur gut, wenn du meinst. Ja! Okay, okay, okay. Also nichts, also nichts. Diesmal wird er mich veräppeln, deshalb ist es diesmal in einer Kiste. Nein! Ah. Glücksspiel. Man darf nie denken, beim nächsten Mal mache ich bestimmt einen Reibach. Der Mensch sollte vernünftig bleiben, gehört lieber nicht mehr hierher. Immerhin ist er ehrlich. Heutzutage wäre das aber hier nicht mehr, wenn man das remaken würde, das Spiel. Weil Glücksspiel und so ist nun mal illegal. Für kleine Kinder. Und das Spiel ist für kleine Kinder. Kleiner Martin, du darfst da nicht rein, auch wenn du die ganze Zeit reinguckst. Darfst du nicht, tust nicht, es lohnt sich nicht. Okay Leute, aber beim nächsten Mal haben wir ein, zwei Orte, wo wir hin können. Hier können wir Geld farmen und links können wir nochmal eine Höhle, ein Item bekommen. Wir schauen uns beim nächsten Mal ein bisschen mehr um. Wir werden uns noch ein bisschen was krallen, wortwörtlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Freunde!